Wie zwei alte Bekannte wirken Thomas Hajo und Tom Kaulitz, als sie sich beim About You Award in München begegnen. Vertraute Gespräche und ein entspanntes Lächeln auf den Lippen. Der freundschaftliche Umgang entsteht wohl durch die gemeinsame Frau in ihrem Leben, Heidi Klum. Mit Tom turtelt sie hinter der Kamera, mit Thomas moderiert sie davor. Wenn es aber um die privaten Geheimnisse der GNTM-Jurychefin geht, hält sich der Kreativdirektor relativ bedeckt. Wir sind gut befreundet und wir teilen natürlich auch dann sehr viel Privates, aber wie das bei Freunden der Fall ist, das teilt man natürlich nicht mit Dritten. Ne? Also von daher gesehen, das ist alles wie ganz bei normalen Kumpels, Freunden, Freundinnen. Klar, man redet über Sachen, wie man sich fühlt, aber wie gesagt, was bleibt eben unter Freunden und von daher gesehen, das kann man sich genauso vorstellen, wie jetzt du oder wie jemand anders mit seinen guten Freunden oder Freundinnen redet. Und wünschen Sie ihr sicher jetzt auch viel Glück für Ihre aktuelle Beziehung und Ihre Happiness, die Sie da ausstrahlt. Also Happiness ist das Wichtige, dass alle happy sind. Man sollte sein Leben so leben, wie das für einen selbst funktioniert. Auch Designer und Jurykollege Michael Michalski ist heute Abend mit von der Partie. Er soll Tom und Heidi sogar einander vorgestellt haben und noch am Abend zuvor war er mit den beiden und Toms Bruder Bill in Berlin aus, wie Bild.de berichtet. Was sagt er zum neuen Schwarm des Topmodels? Also zum Privatleben meiner Freunde äußere ich mich nie, weil ich auch nicht möchte, dass meine Freunde sich hier auf dem Red Carpet über mein Privatleben. Jetzt hätte ich fast das hübsche Kleid zerstört. Aber sie wirkt ja so happy und so beseelt und so glücklich. Sie müssen doch sich freuen für sie. Ich freue mich immer, wenn meine Freunde happy sind. Schade nur, dass Tom Heidi nicht mitgebracht hat. Mit einem offiziellen gemeinsamen Eventauftritt scheinen sich die frisch Verliebten noch zurückhalten zu wollen. Doch bald steht ja das Finale von Heidis Modelshow an. Vielleicht trauen sich die beiden ja da als Pärchen ins Blitzlichtgewitter.